wenn ihr dann nur wegen mir zusammengeblieben, das will ich ja nicht. Ja, da hätte ich, glaube ich, ein Problem mit. Also wahrscheinlich nicht mit einem Halbgeschwisterchen, aber damit, dass meine Mutter oder mein Vater jemanden hätten, mit dem sie sogar ein Kind gezeugt hätten noch. Für mich wäre es schwierig, wenn mein Vater eine Freundin hätte oder so, weil ich dann natürlich eifersüchtig wäre. So, nicht auf die Freundin, aber ich wäre sauer, dass er quasi, also ich würde dann so denken, er hat meine Familie und meine Mama für irgendeine dahergelaufene Frau verlassen. Mama, was ist denn mit diesen Dingern hier? Soll ich die wegnehmen dann? Ja, ich meine, das kann ich natürlich jetzt, also ich kann das ja selbst nicht sagen, weil zu einer Trennung gehören ja eigentlich immer zwei. Aber mein Vater war halt derjenige, der uns betrogen hat und der uns verlassen hat. Also das ist schon, da hat er den Mist sozusagen gebaut. Aber er ist ja auch nicht ohne Grund ausgezogen. Also er kam mit der Art meiner Mutter nicht klar, hat er mir gesagt. Also mein Vater hasst es, sich zu streiten. Er kann sich auch nicht streiten. Aber meine Mutter, die kann sich gut streiten. Ja, theoretisch lebe ich bei beiden. Also eigentlich bei meiner Mutter, aber ich sehe meinen Vater eigentlich fast jeden Tag. Total unterschiedlich. Der kommt, wann er Lust hat. Und wenn ich möchte, sage, ich möchte dich sehen, gehe ich halt zu ihm hin. Das kennt man da ja noch gar nicht. Und deswegen wusste ich halt auch nicht so, was eine Trennung ist. Ich wusste halt nur, dass Mama und Papa sich halt manchmal gestritten haben. So, im Prinzip. Und dass mir das auch manchmal ziemlich auf den Senkel gegangen ist. So, das tut ganz viel weg. Ja, also da kamen viele neue Sachen raus. Zum Beispiel, dass meine Eltern vorher noch mal versucht haben, zum Therapeuten zu gehen. Also zu einer Paartherapie, um dann zu überlegen, was sie ändern könnten. Aber haben dann noch eingesehen, dass es nichts bringt. Weil man kann jetzt den anderen Partner nicht dazu zwingen, zu dem zu passen. Und dann, das wusste ich zum Beispiel nicht. Oder natürlich tut eine Trennung auch immer weh, weil man mag den Menschen ja auch. Und dann habe ich das zum Beispiel nie mitbekommen, dass meine Mutter teilweise einfach mal ihre Ruhe haben wollte, weil die hat uns das vor uns Kindern eigentlich immer ziemlich gut versteckt, im Prinzip, sage ich mal, dass es ihr zu der Zeit auch nicht so gut ging. Das wusste ich gar nicht.